Das Ziel der Landesregierung insgesamt ist es, Menschen mit Behinderung in ihrem Leben weitestmöglich teilhaben zu lassen an der Gesellschaft. Mir geht es auch sehr darum, dass wir darauf achten, dass das möglichst eigenständig passieren kann. Die Behindertenhilfe, Integrationshilfe oder Inklusionshilfe, wie immer man den Begriff jetzt anwendet, ist nicht nur eine fürsorgliche Angelegenheit, weil wir uns um Menschen mit Behinderung kümmern. Das ist zwar ein wesentlicher Teil, aber nicht nur. Sondern es geht auch darum, dass wir immer wieder Mittel und Wege suchen, dass Menschen mit Behinderung eigenständig ihr Leben gestalten können. Und das erfordert Hilfen auf sehr, sehr vielen Ebenen. Aber es braucht auch die richtige Haltung dazu, einer Regierung, einer Administration und viele, die uns auf dem Weg natürlich helfen, soziale Einrichtungen, die ein breites Angebot in dem Bereich anbieten. Und jetzt kann man natürlich in der Grundeinstellung sagen, dass bei diskutierter Barrierefreiheit eine fehlende Rampe bei einem Gebäude sicherlich etwas Ärgerliches ist, aber fehlendes Bewusstsein für Menschen mit Behinderung ist schlichtweg eine Katastrophe und inakzeptabel. Das wollen wir nicht. Und um Inklusion zu erreichen, braucht es natürlich hier Rahmenbedingungen, geeignete Rahmenbedingungen, und wir brauchen vor allem eines. Wir brauchen Bewusstseinsbildung. Wir brauchen bei vielen Menschen, die durch Nichtbetroffenheit und nicht damit konfrontiert sein, sich keine Vorstellung machen, dort brauchen wir ein Verständnis für Menschen mit Behinderung. Ein Vorteil in der Integrationshilfe ist es ja auch, und beim Wohnen speziell, wir haben dieses sogenannte Zwei-Milieu-Prinzip. Das heißt, Menschen mit Behinderung bekommen sehr oft eine Tagesstruktur oder sind an einem Arbeitsplatz und werden nachher von anderen Personen oder in einer anderen Gruppe beim Wohnen betreut. Dies sichert uns auch ab, dass Personen nicht in die Einsamkeit kommen oder Personen nicht unterversorgt sind, weil es gibt ja immer zwei Milieus, in denen Personen mit Behinderung auch wieder betreut werden oder gesehen werden, wenn da irgendetwas in Schieflage geraten wird.